Hi-ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Darkest Dungeon, wo wir uns mit... What the hell? Warum kriege ich jetzt Tutorial kurz vorm Ende? Wo wir uns mit großen Schritten dem, wie gesagt, Ende nähern. Wir müssen nochmal in The Cove. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal Condorax mit als Frontmann. Oder als... Dann Werwolf-Dings. Ja, du willst nicht mit Werwolf-Dings, das ist klar, aber trotzdem Werwolf-Dings. Dann. Dorian. Ja, ich hab dich doch schon ausgewählt. Und als hinteren Mann, nicht Slim, sondern bisschen Abwechslung reinkriegen. Kilipe! Das sieht mir nach einer vernünftigen Kombination aus. Ich. Oder soll ich. Organon, ändere ich den Namen in. Bartan! Got you, good girl. So, dann nehme ich lieber ihn mit. Damit er noch ein bisschen trainieren kann. Ja, das ist beyond your experience, das ist mir egal. Du kommst trotzdem mit. Stell dich nicht so an. This quest is beyond my experience. Komm mit oder stirb. Oder beides. So, du kriegst alle deine Skills. Du wirst perfekt ausgerüstet. Weg, weg. Pull und Curse. Das klingt gut. Dann ein paar Camping-Skills noch. Den hier. Und den hier. Die sind gar nicht so schlecht. Zack, zack. Und Unspeakable Commune. Nighttime Ambush. Preventen. Abandon Hope. Nee, Abandon Hope ist scheiße. Okay. Kilipay, hast du denn auch? Ja, du hast auch genügend von diesen Dingern. Camp-Talente. Werewolf-Dings hat auch die Sachen. Und Condorax hat auch die Sachen, aber nicht das nicht, was ich möchte. Courage ist besser als Pep Talk. Weil das macht zwar, dass man weniger Stress bekommt, aber das andere reduziert Stress gänzlich. Das ist wesentlich effizienter. So. Unequip all Trinkets. Sort by Rarity. Das kann ich sie nämlich auch noch ausrüsten. Du bekommst auf jeden Fall deine Vial und eine davon können wir verkaufen. Yes, weg damit. Und wenn du ganz hinten bist, Speed, Accuracy und Stress. Das sollte helfen. Obwohl, ich könnte dir auch die Karte geben. Scouting Chance. Oder hast du auch irgendwas, das du besser stunnen kannst? Und was macht das nochmal? Debuff Resistance, das macht Blight Skill Chance. Oh, dann mache ich dir lieber das hier. Ha! Du bekommst das Schnell-Level-Item und das Heil-Item. Junias Hat. Bekommst deine Kette, damit du weniger Stressschaden machst. Und die Fackel. Du bekommst das Melee-Trinket und deinen Helm. So, das sollte ja eigentlich soweit ganz gut aussehen. Los geht's! Ach ja, wer stimmt, das ist ja wieder so eine Quest, wo wir wieder irgendeinen Scheiß im Inventar haben. Wo uns das Inventar vollmüllt. Wir nehmen so viele Schaufeln mit, wie es geht. Dort unten sind. War ja das Schlimmste, was man machen kann. Ne? Ohne Bandagen gehen. Weil die Bandagen. Wir können eh alles uns voll kaufen, weil. Wir haben so viel Geld. Davon wollte ich auf jeden Fall noch welche. Die sind nützlich. Weil die Fallen, falls ich sie mal nicht auslöse, die machen ja so komisches Dodge und Schnelligkeit runter. Das kann ich damit ganz schnell einfach weg damit. Ah, gucken wir mal. Es ist eigentlich eine kurze Map oder eine mittlere Map besser gesagt. Danach kommt der Boss und danach gehen wir in den Darkest Dungeon. Oh Gott, ich habe jetzt schon Pipi in den Augen davon. Okay. Da ist die Quest Location. Da ist aber auch eine Quest Location. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall backtracken. Sehr schön. Ich liebe backtracken.
Du beginnst schon mit Stress. Warum? Ah, Fischmenschen. Oh, schön ausgewichen. Aber warum beginnst du schon mit Stress? Das ist unbegreiflich. Zack. Einen erstmal aus dem Weg räumen. Simon Slash! Au. Light Boulder. Buffen wir einfach mal. Können wir einen nach dem anderen schön aus dem Leben hieven. Wow. 20er Crit Heal. Das wird schon mal richtig gut, Vartan. Du bist schon mal, was das betrifft, hast du jetzt schon mal einen besseren Eindruck. Okay. Schade, ich dachte, das klappt. Aber naja. Buffen wir mal weiter. Seaward Slash! Au. Aber das können wir heilen. Vartan ist noch da. Elva Heal. Das ist okay. So. Kette ins Gesicht. Ah, resisted. Und er heilt. Dammit. Könnte ihn töten, muss aber nicht. Dann gehe ich lieber die sichere Variante. Und mit ihm sollte ich vielleicht eher das Buffen wegmachen. Und dafür lieber das andere reinmachen. Wir können noch ein bisschen Vulnerability. Resisted, natürlich. Betäuben. Hat geklappt. Dann können wir jetzt kurz nochmal voll heilen. Dann haben wir auch, sind wir auch voll geheilt, was das betrifft. Und weg mit ihm. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum kommt jetzt das ganze Tutorial wieder? Take it all. Kam ein Update oder irgendwie sowas, habe ich das Spotted Fever. Nice. Genau das brauche ich. Okay, hat desorientierenden Blast noch gar nicht. Verdammt. Aber dann lieber Empowering Boulder weg und Noxian Grenade. Kommt hier ein Kampf? Hier dürfte eigentlich kein Kampf kommen, wenn ich richtig geguckt habe. Nein, kein Kampf. Und da vorne ist eine Quest Curio. Nämlich einer von diesen Altaren. Und ein toter Fisch. Halt! Werwolf Dings ist ein Deutscher. Reinigen. Fuck yeah. Wir haben so viel Zeug. Fackeln erstmal benutzen. Damit das brauche ich nicht. Gold brauche ich jetzt echt und wirklich keins mehr, deswegen nehme ich lieber Essen mit. Nur mal sicher. Wer hat jetzt gedacht? Werwolf Dings ist ein Deutscher. Halt! Aber ich habe das Spiel natürlich noch auf Englisch. Was hast du für eine Chance? 40. Du hast 70, du hast 80. Ja, 70 muss reichen. Ein... Hey, du bist der Neue hier, ja? Der Neue greift nicht einfach in die Tasche rein. Vartan. Geht's noch? Okay. Ich brauche zwar kein Gold mehr, aber dann nehme ich lieber das wertvollere Zeug mit. Ich weiß nicht, was hier hinten ist, deswegen Fackel auffrischen und für das Beste hoffen. Okay, nichts. Zweimal Curio. Ich habe das Gefühl, dass wir hier hinten nichts mehr haben, was wichtig ist. Aber da wir genügend Essen dabei haben, ist das auch relativ egal. Ah, Heirlooms. Ich sollte anfangen, Heirlooms wieder mitzunehmen. Bei Gold brauche ich jetzt wirklich keins mehr so. Ja, Leute, jetzt werdet nicht gleich hier, tritt nicht gleich durch und werdet gestresst, nur weil es hier ein bisschen dunkel ist. Ihr seid alle so neugierig, das ist unglaublich. So.
Bitteschön. Gott! Truppe, das sind die neugierigen Stooges, ey. Gucken wir mal. Was sind eigentlich die Sachen hier, die es gibt? Center Map on Party, Default. Ah. Hier müssen wir überhaupt nicht lang. Das heißt, wir drehen gerade wieder um und campen dann am besten, wenn wir unten sind, damit uns die Nahrungsmittel auch nicht ausgehen. Werwolf-Dings mit seiner roten Seuche, das gefällt mir zwar nicht, aber ich habe einen Plague-Doktor dabei, der hat eigentlich den. Er müsste eigentlich den Quirk haben, dass er das wegmacht. Also beim Rasten. Deswegen rasten wir in da, wo wir gestartet haben, einfach. Könnten auch schon jetzt rasten, aber. Dann geht uns das Essen aus. Ah. Na, wenigstens haben wir gescoutet. Hätten wir nicht gescoutet, dann wäre ich da ganz hochgelaufen für nichts. Ich bin jetzt schon ganz hochgelaufen für nichts, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass jetzt nicht noch mal ein Hungercheck kommt. Weil jetzt werden sie eher mit einem Festmahl so. Okay. Feast! Du kannst. Disease. Sehr schön. Wer war's? Werwolf-Dings. Ah, nice. Spotted Fever received. Dann wollen wir auf jeden Fall Monster surprisen. Dann will ich, auch wenn es die anderen ein bisschen stresst, will ich nicht überrascht werden im Dunkeln. Mehr Schaden kriegt aber auch Stress. Und ich kann den Stress dann wenig runter machen. Das ist blöd. Dann lieber That's How We Do It und von Varta noch ein bisschen Stress reduzieren. Ghost! Nice. The content is yours. If only Teacher could staunch the flow of otherworldly corruption. Ha! Ah, Banditen. Banditen gefällt mir, wenn ich. Guck mir mal, ob ich dich gleich betäuben kann. Banditen gefällt mir, wenn ich den Kopfgeldjäger dabei habe. Das ist immer super. Ich hoffe, dass Vartan zuerst rankommt. Schade, leider nicht. So. Er ist markiert. Aber wenn jetzt Vartan drankommt, kann ich ihn weaken, dann macht er weniger Schaden. Aber er hat resisted. Nice. Point blank shot. Au. Weniger gut. Aber naja. Transformation erweckt den Tiger in dir. Größte Bedrohung erstmal ausschalten und ihr da hinten werdet vergiftet. Blanket Fire. Ah, schön. Das einzige Problem an dem Hexen-Doktor-Beschwörer-Kollege ist, dass er keine Multitarget heilen kann. Aber dass das jetzt schon zweiten Mal resistet hat, geht mir echt auf den Keks. Rain of Whips. Au, schmerzhaft. Sehr schmerzhafter Blutungsschaden. Heilen wir. 13 ist gut. Vartan hat bisher gut geheilt. Dann. Rups. Sehr schön. Nehmen wir uns ein scheiß Blanket Fire. Ah, Gruppenschaden. Binding Gas. Zeit verschaffen. Ja, ich weiß. Wir haben Bandagen. Alles gut. Hol ihn her. Get over here, fucker. Okay. Heilen wir Vartan. Der hat am wenigsten HP von allen, bei weitem. Du bist noch betäubt. Get over here. Nice. Dann können wir einmal hochheilen. Vartan ist echt der RNG-König. Was das betrifft. Und Rick! Nice one.
Da ich das Ding habe, sollte ich eigentlich viel öfters in die Werwolf-Form gehen. Was hast du? Ja, okay, das ist vernachlässigbar. Die Dinger kann ich weg und dafür nehme ich die mit. Also die Sachen, die eh nur eine Runde laufen, das ist quasi eine Kachel, die ich laufe. Das kann ich wirklich vernachlässigen. Hier ist eine Quest-Location. Was ist du? 95%. 95%! Willst du mich eigentlich trollen? Ah, 95% und er tritt trotzdem rein. Schaffst du es wenigstens hier jetzt? Danke. Wenn es jetzt zweimal hintereinander nicht geklappt hätte. Okay, neue Gruppe, neues Glück. Sie sind surprised, das ist gut. Das heißt, ich kann gleich mal die zwei hinteren ausschalten. Wir transformieren gleich. Ich habe das Ding nicht umsonst. Sehr schön. Melee Rick! Haha. Die zwei gleich mal rausnehmen. Jetzt fängst du auch schon so an wie Dorian. Nicht cool. Aber wenigstens Kondorax. Kondorax alles Töter. Weiß, was er tut. Au. Okay, hat's überlebt. Gott sei Dank. Die zwei da hinten sind immer noch gestunt. Rick! Oh, so schön. Werwolf-Ding, so schön. Stress. Da, Kilipe ist ausgewichen. Nice. Und da ist er natürlich nicht ausgewichen. Warte halt, wenn du jetzt mit durchdrehst, ich sag's dir. Bist neu hier und dann willst du durchdrehen. Geht mal gar nicht. Mach dich nützlich und heil. Okay, dann einmal ein Rick. Mit dem Crit-Schaden. Nice. Scouting! Wo ist das letzte? Das letzte ist direkt vor uns. Das heißt, wir könnten es hier direkt schon gut sein lassen. Zack! Aber ich will noch ein kleines bisschen weiterlaufen. Ja, ja, continuing. Nothing inside! Komm schon! Bitte, sei... Reicht das? Geht das? Ja! Oh, schön. Ich habe eigentlich gehofft, dass es Stress reduziert, aber naja, geht auch. Gott sei Dank haben wir keine große Krabbe erwischt bis jetzt. Stress Wave. Oh, Vartan, Vartan, sein Stress geht voll, ich merke es schon. Aber ich bin ja der, der unbedingt noch weiter erkunden wollte. Oh, das macht Vartan stressvoll. Stimmt. Vartan! Ist masochistisch. Gut. Warum auch nicht? Kondorax, könntest du bitte den da ausschalten? 41? Are you fucking insane, buddy? Vulnerability. Wir marken dich direkt. Das ist noch okay. Alles in Ordnung. Gift. Dich muss man mit Gift bändigen. Wir haben Bandagen. Rake! Schade. Hinten hat gedodged. Da, wo es wichtig gewesen wäre. Und das killt natürlich nicht. Ah. Ja, geh nach vorne. Machst du gut. Weakening. 2 bis 3. 1 bis 2. Eldritch Pull. Danke. Das ist genau das, was ich eigentlich wollte. Nämlich, dass der wieder nach hinten geht. Nice Dodge. So, dann machen wir direkt nochmal einen Rake. Sehr schön. Du hältst dich raus.
Du hast erstmal Sendepause da hinten. Ja, Stress einfach weiter. Dafür heilst du aber noch gut. Schade. Ich weiß nicht, ob das so sonderlich schlau ist, wenn du bald stirbst. Aber naja. World Ability. Achso, es trifft halt. Also er stirbt eh, aber es absorbiert ihn jetzt halt total. Ist doof. Der Kadaver ist wenigstens weg. Und der Rake-Schaden geht immer höher. Stress halt, meine Leute. Vartan ist eh schon masochistisch. Was willst du, dass er einen Herzinfarkt kriegt? Nein, bitte nicht. Bitte kein Herzinfarkt. Das macht 13 bis 23. Das macht einen. Ah, das ist fast schon so stark wie der andere Angriff. Fast schon. So. Und damit endet der Kampf mit einem giftigen Päuschen. Oder auch nicht. Bam, Kondorax. So, dann wollen wir noch ein bisschen hier Futter verteilen. Scouting. Secret Room. Kein Secret Room und nur noch Curious. Okay, wir können abhauen. Yay! Warum? Ich hab dich. Ich hab. Ich. Nein! Er ist trotzdem. Ja. Ah! Ich hab ihn behandeln lassen, aber nein, er hat trotzdem krank. Was ist das? Oh, eine leichte Brise, eine seichte Welle. 15% mehr Schaden und mehr Resolve im nächsten Cove. Und wir haben den Boss freigeschalten im Cove. Oh. Er tut mir leid. Ganze Gruppe 15% mehr Schaden. Vartan ist ein Alkoholiker, ne? Ja, natürlich. Tippler, ja. Vartan ist ein Vollblut-Alki und kann deswegen nur in der Stadt Alki-Sachen machen, um seinen Stress zu reduzieren. Und Kondorax tut nur beten und Gudgorian kann auch noch beten. So. Haben wir jetzt genügend Zeug, um die Taverne noch ein bisschen aufzubessern? Wir könnten ein bisschen was tauschen von den Schildern. So, jetzt haben wir die Gambling Hall ein bisschen gebessert. Hat aber noch nicht ganz gereicht. Wenn wir die Köpfe noch tauschen. So. Na, reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz. Jetzt aber. Haben wir noch einen zweiten Platz. Nice. Haben wir noch irgendjemanden, den wir gebrauchen können? Wir hätten noch einen Bounty Hunter, aber wir sind voll im Roster, leider. Aber trotzdem, Vartan ist fast... Warum sind die... Nein, 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 nein. Ich will keine Hilfe. Wo? Option. Gameplay. Gameplay. Tutorial aus. So. Tutorial aus. Hä?
Ich könnte alles einstellen, um es mir einfacher zu machen. Pff, wer bin ich? Wir wollen den vollen Geschmack des Todes. Und nächstes Mal bei Darkest Dungeon werden wir den letzten Boss in der Cove platt machen. Nämlich die Drowned Crew. Und dann bekommen wir die Crew Bell. Cool, mehr Heilung. Danach geht's auch schon in den Darkest Dungeon. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Hon.